Hey Leute, was geht? Ketta begrüßt euch zur nächsten Folge von Warum Schule Scheiße ist. Letztes Mal hatten wir ja so ein bisschen aufgestellt, warum eigentlich dieses ganze Bewertungssystem übertrieben unfair ist und warum Schule Individualismus zerstört und so weiter und so fort. Und da wollten wir jetzt so ein bisschen anknüpfen. Dann übergebe ich das Wort direkt mal an dich mit deinem komischen Dinge, was du da gerade hast. Genau. Nee, ich wollte ja in der letzten Folge schon was anschneiden, noch. Nämlich zahle ich in der Sitzgruppe fest, nicht wahr? Es ist ja so, dass ich tatsächlich blöderweise Leute kenne, die Hauptschüler-Klischees erfüllen und leider eigentlich nur Leute, die Hauptschüler-Klischees erfüllen. Und aber man muss wirklich sagen, dass es auch nichts mehr bedeutet, ob man auf Gymi ist oder nicht. Die Leute, die sich auf Gymi darauf was einbilden, sind auch einfach nur strunzbehämmert. Weil ich sehe nur noch, es tut mir leid, es gibt auch Ausnahmen, das weiß ich, aber ich sehe nur noch Vollidioten, wo ich gehe und stehe. Es gibt kaum noch Leute, die es mir anders beweisen. Weil entweder die Gymnasiasten bilden sich was auf ihre Blödheit ein, die Realschüler, ja, kämpfen dann mit den Gymnasiasten darum, wer vielleicht doch der Klügere ist. Oder wohl eher, hey, wir stehen genau zwischen den dummen Hauptschülern und den, okay, das ist jetzt Ja, oder nicht meine so. Meinung, aber die Ja. würden dann wahrscheinlich, also viele von denen denken sich so, ja, wir stehen zwischen den eingebildeten Gymnasiasten und den dummen Hauptschülern, den Spastis. Ich meine, ohne Scheiß, wir sind die coolsten überhaupt, die Realschule Beste, ja? Na, dann denke ich mir auch so, oh, ey. Und vor allen Dingen dann wahrscheinlich uns noch als Eingebildet darstellen, aber dann so, wir sind die coolsten, ne? Ja, genau. Also das habe ich Und jedenfalls auch schon mal so mitbekommen. es ist, ich weiß auch nicht, was los ist. Weil ich finde nicht, dass ein Hauptschüler dümmer ist als ein Gymnasiast. Die sind mittlerweile alle gleich blöd. Wenn man schon sagen will, dass sie dumm sind, dann sind sie alle gleich blöd. Weil alle checken sie nicht, was los ist. Ja, ich finde auch ganz schlimm, dass dadurch, dass heute, sagen wir mal, jeder auf das Gymnasium einfach so kommen kann, wenn er gute Noten hat, was natürlich nicht wirklich, um ehrlich zu sein, schwer ist. Mit Nachhilfe kriegt man es geschissen, egal wie blöd man ist. Gerade dadurch Ja. kommen einfach heute so viele Vollidioten aufs Gymnasium und du merkst einfach, die passen zwar gut in dieses System rein, aber das sind die größten Vollspastis, die du jemals getroffen hast. Ich finde Ne? es sehr interessant, wenn ich Leute höre, die Abitur machen und die dann, weißt du, da rum proleten, weißt du, nicht mal denselben Wortschatz haben wie ich. Okay, das muss jetzt kein Maßstab sein, versteht mich nicht falsch, aber einfach nur als Beispiel. Weil ich zum Beispiel bin, glaube ich, einer der schlechtesten Schüler, die man sich vorstellen kann. Ich aber auch 3,6er Abi. Du hast ein Ja. Abi. Ich habe nicht mal einen Abschluss. Ja, ey, ohne Scheiß, aber seid mal ganz ehrlich, der ist doch jetzt nicht so blöd oder so, ne? Ich meine, der. Schreibt mir die Kommentare. Nein. Normal. Gottes Nee, Willen, nein, nein, nein. wir quatschen Nein, ja nein, nein, hier auf keinen. über. Wir quatschen ja hier über alles Mögliche und ihr merkt auch, dadurch, dass wir so ein bisschen argumentieren und versuchen uns so ein bisschen klarer auszudrücken, wir sind keine Vollidioten. Das muss ich jetzt einfach über uns beide sagen. Wir sind wirklich keine Vollidioten. Es ist einfach so. Es gibt so viele Leute, die dümmer sind als wir. Es gibt natürlich auch Leute, die weitaus Aber schlauer sind als das wir, aber. ist in meinem Punkt vielleicht auch gar nicht so schwierig, könnte man jetzt vielleicht auch denken. Ich will mich gar nicht hochloben. Das ist immer falsch, weil es wird irgendjemand geben, der wird trotzdem irgendwie sagen, ja, da und da. Und es gibt auch Leute, die äußern konstruktive Kritik und an die kann man sich dann wirklich mal, also da kann man sich dann wirklich mal was dran nehmen. Und selbst die klügste Person der Welt jeder Mensch hat einfach Fehler. Ich versuche zwar so wenig wie Fehler zu machen wie möglich, aber trotzdem. Ja, letzten Endes Also, verhindern lässt sich das überhaupt nicht. Also, man lernt ja dumm ist aus. jeder auf eine irgendeine Art und Weise. Weißt du, wie ich meine? Darauf wollte ich hinaus. Man lernt ja aus Fehlern und Fehlern sind im Grunde Entscheidungen, die man einfach für sich getroffen hat und die sich dann irgendwann zum Negativen wenden. Ja. Es ist so, mir ist gerade irgendwas eingefallen. Aber ich habe es schon wieder vergessen. Ja, Klassiker. In der Schule sollte man eigentlich lernen, wie man präventiv gegen sowas vorgeht, dass es einem dann im Ich Bewusstsein glaube, ach, das kann bleibt. jedem mal passieren. Ich glaube, das kannst du auch gar nicht so gut abtrainieren, sowas. Ja, mir ist das auch schon oft genug passiert. Gerade wenn man 3 Stunden aufnehmen will und nach einer Stunde ist dann irgendwie alles weg, was man sich vorher so ein bisschen irgendwie noch in den Kopf Vor allen gerufen Dingen, hat.
vor allen Dingen, wenn der Aufnahme, sorry für diese Stuhlquetschen immer, vor allen Dingen, wenn der Aufnahme-Button nicht gedrückt ist, dann könnte ich dich jetzt zuschwafeln, aber sobald die Aufnahme, weiß nicht, ich bin immer so, ach Gott, okay, nee, es gehört nicht hier rein, Entschuldigung, also weiter im Text. Vielleicht sollte ich dir einfach nicht sagen, wenn ich aufnehme und dann gucken wir uns das hinterher an und dann sagst du, ob das okay ist oder nicht, ob man das hochladen kann. Aber Quatsch, dann ist es einfach, es ist wirklich immer scheiße, wenn man aufnimmt, dann, ich finde zum Beispiel, was auch in der Schule verloren geht, wo ich jetzt gerade mal beim Aufnehmen bin, deine Hobbys zum Beispiel, die sind in der Schule, die haben null Relevanz, wenn die nicht irgendwas mit der Schule zu tun haben. Du analysierst gerne Texte, hurra, du hast das richtige Hobby, nur in der Schule zu punkten. Du spielst gerne Computerspiele, Alter. Ich muss jetzt gerade mal ein Zitat hervorbringen, gerade dadurch, dass die Schule jetzt veraltet ist, fällt mir einfach immer wieder dieses Zitat ein. Du wirst in einer Bildungseinrichtung von gestern, von Lehrern von vorgestern, mit Methoden aus dem Mittelalter auf die Probleme von morgen vorbereitet. Sehr schön. Von wem? Ich weiß nicht mehr, von wem dieses Zitat ist, aber es ist auch, also ich weiß noch, dass es so eine Diskussion war. Es ist eine sehr geniale Persönlichkeit, die dahinter steckt und das gesagt hat. Ein Bildungskritiker war das. Ich glaube, der hieß Precht oder so. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Also mit Nachnamen. Ach, Precht. Okay. Kennst du den? Ja, sag mir was. Oh, cool. Ja. Der hat auf jeden Fall sehr viel am Bildungssystem auch kritisiert, was mich jetzt letzten Endes auch so ein bisschen dafür inspiriert hat, diese Reihe ins Leben zu rufen. Und natürlich Alt-F4 Games, auch wenn der eigentlich was mit Spielen zu tun hat und hier überhaupt gar keine Relevanz hat, der hat mich auch inspiriert. Der sagt nämlich zum Beispiel, also der macht ja auch solche Videos zum Beispiel, warum Call of Duty Ghosts scheiße ist. Und ich habe mir einfach mal überlegt, gut, warum nimmst du denn nicht was anderes als Spiele und machst genau so eine Reihe, nur dann halt mit Kollegen zusammen und man quatscht so ein bisschen, so wie ich das halt gerne mache, und dass man dann einfach sagt, warum die Schule scheiße ist und einzelne Punkte davon kritisiert. Ich dachte mir einfach, dass es sinnvoll wäre. Und so sind wir halt dazu gekommen. Und jetzt nochmal zu der Sache mit dem Veraltetsein und keine Interessen unterstützen. Ganz ehrlich, wenn du ein Gamer bist zum Beispiel, was bringt dir das in der Schule? Ich meine, klar, du hast Reaktionen, du hast bessere Reaktionen als andere, aber vielleicht. Ich bin nicht gefragt. Ob du jetzt bessere Reaktionen hast oder nicht. Guckt ja keinen. Ja, und das Schlimmste überhaupt ist auch dieses, wenn du, sagen wir mal, wenn es in einem bestimmten Fach um irgendwas geht und du hörst einfach so diesen Spruch, wenn du irgendwas fragst, das ist aber jetzt gerade nicht dran. Da denke ich mir auch immer so, Alter, warum ist Unterricht so unflexibel und warum kann man nicht einfach mal den Unterricht so gestalten, wie man will oder wenigstens dem Lehrer das komplett überlassen? Das ist unglaublich. Ja. Dem Lehrer ist es ja im Prinzip schon überlassen, aber er muss sich halt doch irgendwie den Stoff durchkriegen. Das ist halt das Problem. Deswegen ist er dann nicht so flexibel. Ja, das ist dann natürlich immer so richtig behindert. Kann man dann auch nichts gegen machen, aber ganz ehrlich, Augen zu und durch. Das ist so, ich finde, ganz ehrlich, eine Schule, wenn es gerade um Ausbildung geht, du gehst deinen Lebensweg, dann sollte es nicht irgendwie so gehen, Augen zukneifen und durchziehen. Gerade das sollte nicht passieren. Du solltest einfach du selbst sein können. Du solltest nicht darauf getrimmt sein, ständig Leistung zu bringen. Gerade das macht einen ja, sagen wir mal, leistungsschwach. Wie willst du denn Leistung bringen, wenn du ewig dazu gezwungen wirst, Leistung zu bringen? Du kannst doch gerade erst kreativ sein, wenn es mal nicht so ist. Zum Beispiel in den Ferien, du wirst zu nichts gezwungen. Entscheidest dich halt einfach mal dazu, ich will jetzt mal ein Stück komponieren oder so. Oder ich will ein Spiel durchspielen oder was aufnehmen, neues Projekt machen. Oder sowas wie diese Serie ins Leben rufen. Das ist Entscheidungsfreiheit und die wird dir einfach in der Schule absolut abgenommen. Ja. Gut, die meisten würden sich vielleicht am Ende dafür entscheiden, ja, ich mach gar nichts. Ja, ich muss auch ehrlich sein, seit Mai bin ich jetzt mittlerweile zu Hause. Ich weiß, wir haben mittlerweile November und in Kürze auch Dezember. Aber seit Mai, ich habe versucht, mich zu bewerben. Ich höre oft genug, die Noten sind zu schlecht und so.
dann muss ich mir ständig anhören, ja, du sitzt nur zu Hause, was soll ich denn machen? Ich meine, ich schicke ab und zu Bewerbungen mal raus und versuche dann irgendwie eine Antwort zu kriegen, aber gerade der Arbeitsmarkt, ne, das ist einfach durch die Noten sowas von beschissen geworden, die Falschen sind ganz oben und die anderen, sagen wir auch, die Falschen haben dann wiederum gar keine Chance, die eigentlich da rein müssten unbedingt. Aber es klappt halt nicht und dein Potenzial wird auch wieder total einfach mit Füßen getreten. Ich meine zum Beispiel, warum musst du, um Videos schneiden zu können, warum musst du dafür unbedingt Medienwissenschaften studieren? Das wollte ich ja gerne machen, wenn es klappen sollte. Warum musst du das unbedingt dafür studieren? Wenn du ein Händchen dafür hast, dann kannst du doch direkt einsteigen. Wo ist da überhaupt das Problem? Ne, ist doch total beschissen, nochmal genau das durchzukommen, was du schon hattest. Gut, Medienwissenschaften beziehen sich auf was anderes, aber du weißt ungefähr, was ich meine, oder? Ja, ja, ja. Ist auch so eine Sache, mir will auch jeder raten, studiert auch Musik, aber ich muss ja ehrlich sagen, das, was die meisten in den ersten 4 Semestern lernen, das kann ich schon. Ja, oder es ist einfach etwas, das gar keine Relevanz für den späteren Beruf hat, den man ausüben möchte, oder das ist auch das größte Problem überhaupt an der Schule, die Klassen sind zu groß, das ist auf jeden Fall unser nächstes Thema, wenn wir da noch anknüpfen sollten. Einfach, dass du in diesen ganzen Studienfächern zum Beispiel oder in der Schule, du willst ein bestimmtes Gebiet machen, aber kriegst es einfach nicht, weil der Stoff so vorgegeben ist, dass du ihn zu machen hast. Und das finde ich, es ist wieder gegen die Individualität, was wir ja die ganze Zeit hier schon predigen. Du kannst einfach nicht entscheiden, was du haben möchtest. Und Entscheidungsfreiheit ist das Wichtigste überhaupt. Und das wird dadurch einfach blockiert, du kannst es nicht mehr und irgendwann verkümmerst du total. Was ich auch interessant finde, aber das kann ich auch in der nächsten Folge erzählen vielleicht. Ja, bis 52, 30 haben wir noch, dann ist... Okay, dann geht's. Es ist so, ich zum Beispiel habe ja gerade eben schon gesagt, dass ich manchmal einfach auch den Lehrern gesagt habe, wenn irgendwas nicht auf jeden Fall ungerecht läuft. Und es ist so, ich bin jetzt schon wieder auf einer neuen Schule. Nicht, weil ich geflogen bin, also doch, wegen der Noten bin ich geflogen, aber nicht, weil ich Scheiße gebaut habe. Und auf jeden Fall ist es so, dass ich einfach manchmal Sachen klarstellen will, also richtig stellen will. Und auch den Lehrern einfach manchmal sage, ja, so ist es jetzt nicht gut, ja. Und auch den Schülern manchmal sage, ja, das stimmt jetzt so nicht, was du da redest, oder also die Meinung kann ich nicht teilen. Halt eine Diskussion aufbauen. Und immer wenn ich was dagegen sage, bin ich der Arsch. Ja, weil ich was dagegen gesagt habe. Ja. Und dann wird auf mir rumgehackt, die ganze Klasse hackt auf mir rum und bla und überhaupt. Total, total blöd. Also da siehst du, dass Bildung funktioniert hat. Das habe ich auch letztens gesagt, wo wieder alle auf mir rumgehackt haben, habe ich auch gemeint, ja. Seht ihr mal, wie die Bildung schon gewirkt hat, ne? Verbildung. Verblödung. Verblendung. Ja, das zieht's noch mehr, oh Mann. So ein Scheiß. Gut, also, ja. Wenn man jetzt nur drauf rumhackt, ist vielleicht auch nicht immer so gut, aber irgendwo Dampf ablassen ist ja vielleicht auch mal nicht so verkehrt. Ja. Nur noch eine ganz kleine Sache, die ich noch ansprechen wollte, ist mir gerade wieder eingefallen, zum Glück. Ich hatte es irgendwie noch im Hinterkopf die ganze Zeit. Ich glaube nicht mal, dass die Leute mit den schlechten Noten die dummen sind. Das hatten wir ja schon vorher gesagt. Ich glaube sogar, dass viele Leute dazu gehören, die dem Bildungssystem kritisch gegenüberstehen und bewusst einfach versuchen, den Abschluss gerade so hinzukriegen. Ich weiß, die Zukunft und so, und man will vorausplanen und was Gutes erreichen im Leben, aber ganz ehrlich, wenn du gegen das Bildungssystem einfach dadurch, dass du erkennst, du durchschaust es, die meisten durchschauen es ja gar nicht, das ist eigentlich, wie gesagt, wie das Abrichten von Tieren ist. Es ist einfach dasselbe. Und gerade wenn du dich dagegen stellst, dann kannst du nichts mehr reißen im Schulsystem, weil du stellst Fragen und das will ja keiner. Ja. Da kann ich auch noch mal was sagen, aber ich glaube, das verschieben wir dann doch auf eine andere Folge. Das verschieben wir in die nächste Folge, wenn es dann darum geht, warum zu große Klassen und sowas schlecht sind. Okay, bis denn, euer Ketter sagt Cheerio.